Und diese traurige Meldung hat uns heute Nachmittag, am späten Nachmittag erreicht. Fußballlegende und Hamburg-Idol Uwe Seeler ist tot. Er ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Uwe Seeler ist im engsten Kreise seiner Familie zu Hause eingeschlafen, heißt es. In den letzten Jahren hatte ja der gebürtige Hamburger mehrere Unfälle auch, von denen er sich nie richtig wieder erholt hatte. Uwe Seeler ist beim HSV in den 50er und 60er Jahren zu einer Fußballlegende geworden. So gewann er mit dem Hamburger 1960 die deutsche Meisterschaft und 63 den Pokal. Und seit Anfang der 2000er Jahre ist Uwe Seeler auch Ehrenbürger der Stadt Hamburg gewesen. Und über Uwe Seeler wollen wir sprechen mit Jimmy Hartwig, Ex-HSV-Spieler, ehemaliger Nationalspieler. Und Jimmy, wir dürfen uns duzen, denn du warst oft hier bei uns im Studio während der Weltmeisterschaft bei Carsten und mir und den ganzen Kollegen. Aber jetzt trauriger Anlass, wenn sich diese Meldung bestätigt, die Bild-Zeitung meldet, Uwe Seeler ist tot. Wie hast du uns Uwe, wie er ja nun genannt wurde, in Erinnerung? Nur in guter Erinnerung. Ich habe im letzten Geburtstag war ich in Hamburg gewesen, da ist er ja gerade so schwer gestört, so die Gesichtshälfte gefallen, konnte der Geburtstagsparty nicht teilnehmen. Ich habe ihn erlebt, ich habe ihn kennengelernt im Flugzeug, wo ich verpflichtet worden bin vom HSV von München nach Hamburg. Da saß er vorne mit seiner Frau. Und dann habe ich mich vorgestellt, habe gesagt, guten Tag, Herr Seeler, mein Name ist Jimmy Hartwig. Hat er gesagt, ja, ja, ich weiß, du bist der Jimmy. Habe ich gesagt, nein, Jimmy. Und seitdem hat er immer Jimmy zu mir gesagt. Und ich kann nur diesen Menschen, es hat uns wieder ein ganz großer Mensch verlassen. Und ein großer Sportler. Ich habe es kurz vorher erfahren von Kollegen. Es tut mir weh, weil, ja, weil wenn ich ihn getroffen habe, war immer toll gewesen. Habe geflaxt. Wir haben uns getroffen bei Fußballspielen. Und wie gesagt, der HSV und Hamburg verlieren einen ganz großen Menschen. Jimmy, aber was genau hat uns Uwe ausgemacht? Also er war ja nicht so einer, der erfolgreicher Fußballspieler war und dann eine große Karriere angestrebt hat als Manager, vielleicht sogar als Bundestrainer. Er hat es ja probiert als Präsident des HSV. Das war ja nicht so erfolgreich. Also was war dieses Markenzeichen von Uwe Seeler? Diese ruhige Art zu arbeiten, zuzuhören, nicht auszuflippen, auf die Menschen zuzugehen, zu zeigen, ich bin einer von euch, begegne euch auf Augenhöhe. Alles das hat einen großen Fußballer wie ihn ausgemacht. Und wenn man heute einige großen Fußballer sieht, die mussten ja 25 Mal betteln, dass du ein Autogramm von denen kriegst. Uwe hat sich hingestellt, hat Autogramme geschrieben. Also ich kann nur sagen, wow, ich bin bei seiner Familie. Ich tut mir jetzt ein bisschen weh, das merkt er gerade selber. Weil einen Menschen wie Uwe Seeler nochmal diese Art kennenzulernen, das glaube ich, in meinem älteren wird es ganz schwer werden, glaube ich. Also ein ganz fantastischer Mensch, auch für dich und für viele, die ihn so auch in Erinnerung behalten wollen. Was hat er sportlich gebracht und geleistet, auch für den HSV? Der HSV, Uwe Seeler und Hamburg, die gehören zusammen. Aber was hat ihn auch sportlich so groß gemacht? Der Uwe war einer Gegenspieler von ihm, der 2 Meter groß war. Uwe Seeler hat den Kopfball gekriegt. Uwe Seeler ist hingegangen, wenn es wehgetan hat. Uwe Seeler hat nie aufgegeben, hat ja gesehen, wie er diesen Achillessehnenriss bekommen hat, wie er gekämpft hat. Und in dieser Zeit einen Achillessehnenriss zu bekommen, war ganz schwer. Ich meine, normalerweise Karriereende. Heute ist es eine Lappalie, aber er hat da gekämpft, sich wieder angekämpft. Wir erinnern uns nur an das Tor in Mexiko mit Gerd Müller zusammen. In England, Wembley, wie er da mit dem zinkenden Kopf runtergegangen ist nach diesem ominösen Tor der Engländer. Er hat sich nie schlecht geäußert über diese Mannschaft oder über den Schiedsrichter schlecht geäußert und hat gesagt, das war ein Betrüger oder irgendwas. Nein, er hat das zur Kenntnis genommen. Wir haben im Endspiel verloren gegen England. Wir unglücklich, egal welche Umstände gewesen sind, wir werden der Engländer Mannschaft gratulieren zur Weltmeisterschaft. Das zeigt einen großen Menschen aus und das war Uwe Seeler. Wie gesagt, HSV verliert natürlich so einen guten Spieler wie Uwe Seeler, kriegen sie nie mehr wieder. Menschlich, charakterlich und dieses Familiäre, das ist leider jetzt verloren gegangen. Jimmy Hartwig, zum Tode von Uwe Seeler. Jimmy, wir danken dir, dass du auch so schnell für uns zur Verfügung gestanden hast. Du hast selbst lange beim HSV gespielt und kannst uns Uwe wirklich hervorragend einschätzen. Wir sind natürlich auch sehr traurig darüber und danke, dass du dir die Zeit genommen hast und nochmal Uwe Seeler so gewürdigt hast. Aber glaub, wenn der auch jetzt im Himmel da oben ist, der wird jeden Samstag zum Liebe Gott sagen, ich möchte einen HSV spielen sehen. Und ich, okay. Ich wünsche euch.
Das wundert uns nicht. Ganz herzlichen Dank, Jimmy.